Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Heute erneut aus dem Stammhaus der St. Galler Kantonalbank in St. Gallen. Mein Name ist Sven Thielmann und ich bin Vorstandsvorsitzender der St. Galler Kantonalbank in Deutschland. Und ich freue mich sehr, heute mit Herrn Dr. Hans-Peter Wohlwendt, dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der St. Galler Kantonalbank Deutschland und Bereichsleiter Private Banking und Mitglied der Geschäftsleitung unseres Stammhauses, über das Thema doppelte Staatsbürgerschaft für Ihr Vermögen, wie Geldanlagen von der Schweiz als sicherer Hafen profitieren können, zu sprechen. Lieber Dr. Wohlwendt, warum sollte ich mein Geld in der Schweiz verwalten lassen und kann ich als Deutscher einfach ein Konto und Depot bei der St. Galler Kantonalbank in der Schweiz eröffnen? Ja, danke, lieber Sven. Ja, da gibt es natürlich viele Gründe dafür. Und eins gleich vorweg, als deutsche Staatsbürgerin oder deutscher Staatsbürger kann man selbstverständlich jederzeit ein Konto in der Schweiz eröffnen. Aber du hast mich nach den Gründen gefragt, weshalb man eben sein Geld in der Schweiz als Deutscher oder Deutscher auch verwalten lassen soll. Und ich glaube, da gibt es auf der einen Seite natürlich die ganzen institutionellen Gründe, also die Rahmenbedingungen, auf die komme ich später dann noch zu sprechen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, liegt es auch sehr stark daran oder hat mit der St. Galler Kantonalbank per se oder mit den Besonderheiten eben auch des Kantonalbankensystems in der Schweiz zu tun. Die St. Galler Kantonalbank wurde vor 153,5 Jahren gegründet. Das heißt, wir befinden uns jetzt im 154. Geschäftsjahr. 2018 durften wir entsprechend das 150-Jahr-Jubiläum sehr würdevoll und schön feiern. Weshalb erzähle ich dir das, lieber Sven? In dieser fast 154-jährigen Geschichte hat die St. Galler Kantonalbank noch nie einen Verlust eingefahren. Und wenn man sich vor Augen führt, was in diesen 150 Jahren eben geopolitisch beispielsweise alles vonstatten gegangen ist, dann ist das doch, glaube ich, eine sehr, sehr beachtliche Leistung. Jetzt, weshalb ist das der Bank gelungen? Das hat sicher auch damit zu tun, dass unsere Vorfahren da einfach einen guten Job, wie man heute sagen würde, gemacht haben. Aber was man nicht vergessen darf, das hat sicher auch dazu beigetragen, die Kantonalbanken wurden ja von den Kantonen, also von den Gliedstaaten der Schweiz gegründet, damals mit dem Ziel, eben die Versorgung von Krediten für die ganz breite Bevölkerung sicherzustellen. Das war damals noch nicht selbstverständlich, deshalb wurden eben diese Kantonalbanken gegründet. Um dies besser zu ermöglichen, haben die Kantone damals diese Banken mit einer Staatsgarantie versehen. Und das ist auch heute noch so, also bei der St. Galler Kantonalbank ebenfalls. Wir haben die unbeschränkte staatliche Garantie des Kantons St. Gallen, also der haftet für alle Verbindlichkeiten, für alle nicht eingeschränkt, für alle Verbindlichkeiten, die eben die St. Galler Kantonalbank im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeiten eingeht. Und das ist natürlich einfach letztlich schon nochmal ein Element, das eben dieses Haus auch ganz besonders macht, das eben auch für eine sehr hohe Sicherheit und Stabilität der St. Galler Kantonalbank sorgt. Die Schweizer Banken sind ja per se bekannt als Ort und Hort der Stabilität, aber die Kantonalbanken eben nochmals besonders. Und dann, um die Frage auch noch im Prinzip abzuschließen, hat man als Kundin oder Kunde bei der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG eben auch den Vorteil, dass man sein Geld sowohl in Deutschland aber eben auch in der Schweiz verwahren, deponieren lassen kann. Und das ist auch eine Besonderheit, die wir als St. Galler Kantonalbank hier anbieten. Würdest du sagen, dass eine börsennotierte Kantonalbank, wie wir es sind, auch eine Besonderheit ist? Und bevor du es beantwortest, vielleicht eine kurze Begründung, warum sind wir börsennotiert? Es ist eine Besonderheit. Man muss da aber schon auch dazu sagen, dass wir nicht die einzige Kantonalbank ist in der Schweiz, die börsennotiert ist. Ich muss mich jetzt nicht ganz genau darauf behaften. Ich glaube, es sind wieder 5, die an der Börse notiert sind, von 26 Kantonalbanken. Also da glaube ich, da darf man schon noch auch von einer Besonderheit sprechen. Weshalb sind wir an der Börse notiert? Ich glaube, das ist auch unseren Vorfahren, die noch vielleicht die natürlich jetzt noch leben, aber zu verdanken. Die haben damals, wie ich finde, in recht vorausschauender Art und Weise gehandelt, nämlich im 2001, indem sie gesagt haben, die St. Galler Kantonalbank ist natürlich neben dem, dass die Mehrheit
immer dem Kanton gehören soll und muss. Das ist auch im Kantonalbankengesetz verankert. Aber daneben ist sie natürlich auch eine Bank des Volkes, wenn ich das so sagen darf, der Leute. Und die Leute, die natürlich oft dann eben auch Kunden sind der St. Galler Kantonalbank, zumindest in der Ostschweiz, die sollen sich auch an der Bank beteiligen können. Und das war wirklich damals auch die Idee. Ich glaube, um diese Zeit gab es damals auch die Telekom-Aktie in Deutschland und die St. Galler Kantonalbank. Das war wirklich so ein bisschen ein Mitgrund damals, eben auch so eine Volksaktie zu schaffen. Es ist auch eine Volksaktie, weil man kann heute sagen, wir haben in der Schweiz alle börsenkontierten Unternehmen am meisten Teilnehmer an unseren Generalversammlungen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind rund 4.000 Aktionärinnen und Aktionäre, die jedes Jahr, jetzt gut in Corona nicht, aber dieses Jahr wird das wieder live stattfinden, jedes Jahr in die Olmer Halle pilgern und dort an der Generalversammlung teilnehmen. Damit eigentlich zahlenmäßig von der Teilnehmeranzahl die größte Generalversammlung der Schweiz. Das kann ich unseren Zuhörern und Zuhörern bestätigen. Ich habe ja als Mitarbeiter haben wir ja auch alle Aktien der St. Galler Kantonalbank und wir sind auch jedes Jahr auf der Generalversammlung. Das ist ja keine Generalversammlung, wie man das kennt. Das ist ja eine mehr eine Art Volksfest hat ja einen Volksfestcharakter mit Tausenden von Besuchern. Und das ist wirklich ein sehr schönes Event. Und ich kann Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur empfehlen, wenn Sie Aktionär unserer Aktie sind oder unseres Unternehmens sind, gehen Sie auf die Generalversammlung. Das müssen Sie ja einmal erlebt haben. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Event. Und du hast die Telekom-Aktie angesprochen. Unsere Aktie ist ein bisschen besser gelaufen, Gott sei Dank, und in den letzten Jahren. Und auch ist eine sehr gute Dividendenrendite. Auch noch interessant, glaube ich, warum schütten wir jedes Jahr so eine hohe Dividende aus? Was ist der Grund? Das ist auch eine in der Eigentümerstrategie des Kantons St. Gallen festgelegt, dass eben ein beachtlicher Teil, nämlich konkret zwischen 50% und 70%, so ist es definiert, ein beachtlicher Teil des Gewinns eben ausgeschüttet werden soll. Hat einerseits dann natürlich damit zu tun, dass der Kanton als Eigentümer natürlich das Geld gerne nimmt, das muss man da auch fairerweise anfügen. Auf der anderen Seite soll es eben auch für diese Art der Aktionäre, die ich vorhin geschildert habe, diejenigen, das ist die Mehrzahl, die zwischen 1 und 10 Aktien erhalten, eben auch eine Möglichkeit sein, dort einen gewissen Ertrag jährlich eben zu erhalten. Und das ist natürlich auch interessant, insbesondere für dividendenorientierte Investorinnen und Investoren, um in diese Aktie zu investieren. Du hast am Anfang gesagt, natürlich kann man als Deutscher in der Schweiz ein Konto und ein Depot eröffnen. Wie geht das vonstatten? Muss man dafür nach St. Gallen fahren oder welche Möglichkeiten gibt es denn da? Nein, man muss nicht unbedingt nach St. Gallen fahren. Man kann, wenn man das will. Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Das eine ist wirklich die Möglichkeit, dass ich mich ins Auto und in den Zug setze, nach St. Gallen fahre, dort in die Bank reinlaufe, ein Konto eröffne. Das ist eigentlich das, was man, sag ich jetzt mal, ein bisschen klassisch auch kennt. Aber ich glaube, das ist wirklich auch das Schöne an der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Man kann auch ein Konto in der Schweiz eröffnen, hier in St. Gallen, ohne dass man nach St. Gallen fährt. Das heißt, man eröffnet das hier in Frankfurt oder in München oder die Beraterinnen und Berater kommen zum Kunden nach Hause, das geht auch. Man eröffnet das hier in Deutschland und die Vermögenswerte werden dann aber, wenn man das wünscht, das kann man natürlich wählen, wenn man das wünscht, die Vermögenswerte werden dann eben in der Schweiz beim Stammhaus, bei der St. Galler Kantonalbank dann gebucht und verwahrt. Jetzt ist es ja so, dass wir viele Kunden ja einen Teil ihres Geldes gerne in die Schweiz bringen, aber natürlich den Großteil des Vermögens in Deutschland belassen. Geht es bei der St. Galler Kantonalbank auch, dass man sozusagen in beiden Standorten St. Gallen oder Frankfurt, München sein Vermögen aufteilen kann und bei beiden Kunden sein kann? Selbstverständlich, das geht. Das kann man frei wählen. Man kann auch die Aufteilung völlig frei definieren und wählen, wie man das möchte. Und das Schöne daran, und das finde ich auch etwas Besonderes, etwas Spezielles, dass man eben die genau gleiche Anlagestrategie, wenn man das möchte, dann muss man nicht, aber wenn man das möchte, sowohl in Deutschland hier für den Teil des hier verwalteten Vermögens, als auch für den Teil des in der Schweiz verwalteten Vermögens anwenden kann. Und da ist ja die St. Galler Kantonalbank Deutschland AG bekannt für ihren modularen Ansatz in der Vermögensverwaltung, der jetzt meines Wissens, gut, ich habe jetzt nicht den
totalen Überblick, aber ich bin auch schon zwei, drei Jahre im Geschäft, der doch sehr einzigartig ist. Und Sven, das ist aber dann eher dein Thema. Ich glaube, was ich gesagt habe, ist, dem ist so. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ja, es ist genauso. Der Kunde, der bei uns in Deutschland Kunde ist, kann genauso in unserer modularen Vermögensverwaltung in der gleichen Aufteilung auch in der Schweiz Kunde sein. Das obliegt ihm. Er könnte quasi auch ein Spiegelbild-Portfolio haben, das eine in Deutschland, das andere in der Schweiz. Es wäre komplett gleich, hat den gleichen Ansprechpartner, also die Möglichkeit des Splittings, die gibt es. Zusätzlich ist es bei uns aber auch so, das schätzen viele unserer Kunden, Hampi, dass wir mittlerweile auch die Möglichkeit haben, eine Vermögensverwaltung rein in Schweizer Franken zu machen und dies natürlich über unser Stammhaus in St. Gallen, aber auch in Deutschland. Also die Möglichkeit besteht auch, dass man das Geld in Deutschland belässt, aber komplett in Schweizer Franken und in einer Schweizer Vermögensverwaltung investiert ist. Und dies ist natürlich ein Thema, das ist eins dieser Alleinstellungsmerkmale, die wir auch in Deutschland haben und die eine kleine Privatbank, wie wir es hier in Deutschland sind, mit der Unterstützung unseres Stammhauses von euch natürlich sehr gut darstellen können. Aber wenn wir gerade über die Investitionen in Schweizer Franken und der Schweizer Franken Vermögensverwaltung reden, deiner Meinung nach, kannst du uns verraten, was die Anlage in Schweizer Franken so attraktiv macht und ob der Schweizer Franken denn tatsächlich eine sichere Währung ist? Er wird ja immer als sicherer Hafen angesehen. Liebes Sven, da glaube ich, komme ich jetzt auf diesen zweiten Teil zu sprechen, den ich zu Beginn erwähnt habe. Du hast mich ja gefragt, wieso sollte man sein Geld in der Schweiz anlegen? Aber da habe ich gesagt, es gibt eigentlich zwei Gründe. Einerseits natürlich die Bank, aber andererseits eben auch, da sind wir jetzt, glaube ich, bei dieser Frage, die institutionellen Rahmenbedingungen, wenn ich das mal so formulieren darf. Und da gibt es einige, ich sage zwei, drei davon, vielleicht die auch ein bisschen stärker betone. Auf der einen Seite, du hast es erwähnt, Anlage einerseits in Schweiz Franken, aber auch in Schweizer Werte. Dort muss man halt wissen und auch verstehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch das zu sehen. Die Schweiz war ja aufgrund von ihrer Kleinheit schon seit Jahrhunderten dazu, eigentlich, wenn ich das so sagen darf, verdammt zu exportieren. Das hat früher begonnen mit Söldner, ganz, ganz früh. Das ist glücklicherweise schon längstens vorbei. Mittlerweile sind wir insbesondere im Bereich Pharma, Bereich natürlich auch Uhren, Industrietechnik, braucht moderne Technologien, Biotechnologie doch auch sehr stark vertreten. Und da gibt es mittlerweile natürlich Weltfirmen wie, die kennen ziemlich sicher alle Kundinnen und Kunden wie Novartis, Roche, Nestle, aber auch andere Firmen, die weltweit tätig sind und die eben in der Schweiz notiert sind. Und das ist natürlich dann eben immer auch interessant, wenn man in diese Werte investieren kann. Damit verbunden natürlich immer auch der Schweizer Franken. Der Schweizer Franken, das hat sich immer bewahrheitet in den letzten Jahrzehnten, ist immer dann stark, wenn eben es Verwerfungen gibt in der Geopolitik, an den Märkten. Aber er tendiert eben auch, und das hat man jetzt schön in den letzten Jahren gesehen und wir gehen auch davon aus, dass das so bleibt. Er tendiert eben auch in der mittleren und langen Frist gegenüber dem Euro immer zur Stärke. Und das ist eigentlich natürlich für einen Anleger, der in Euro denkt, natürlich sehr stark, weil natürlich dadurch seine Werte, die er in Schweizer Franken hält, natürlich mittel- bis langfristig potenziell an Werte eher zulegen. Das ist natürlich diese Währungsseite, die sehr interessant ist. Die Währungsseite ist stark auch verbunden mit der Nationalbank, also der Schweizerischen Nationalbank, die eigenständig ist und unabhängig ist gegenüber beispielsweise der Europäischen Zentralbank oder dem Federal Reserve, also der amerikanischen Zentralbank. Und das ist die Schweiz auch stolz drauf, dass sie eine eigenständige Nationalbank hat und ich weiß nicht, ob die Kundinnen und Kunden der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG das wissen, aber die Schweizerische Nationalbank ist die einzige Zentralbank weltweit, von der man Aktien kaufen kann. Also es gibt eine Schweizerische Nationalbank-Aktie, die kann man kaufen. Ich mache da überhaupt keine Empfehlung für diese Aktie, ganz sicher nicht, aber einfach, das ist auch so eine Besonderheit dieser Nationalbank. Dann neben der Tatsache, dass sie eben unabhängig ist. Und damit verbunden auch und sehr stark eben auch davon abhängig ist die gesamte politische Stabilität, die die Schweiz in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon immer aufgewiesen hat oder aufzuweisen hatte. Und das liegt sicher darin begründet, da bin ich überzeugt, das liegt in der direkten Demokratie begründet, wo eben die Leute mit abstimmen können zu vielen Sachthemen oder praktisch zu allen Sachthemen. Die bekannteste Abstimmung ist wahrscheinlich die, als die Schweizer
darüber abstimmen mussten, ob sie eine Woche mehr Ferien beziehen wollen und sich dagegen entschieden haben. Ich glaube, das ist um die Welt gegangen. Ich möchte jetzt mich nicht darüber auslassen, wieso das so gewesen ist, aber einfach das zeigt einfach da, dass diese direkte Demokratie, also die wirklich sehr direkte Demokratie, letztlich eben auch zu politischer Stabilität führt. Und last but not least, glaube ich, noch ein Wort zur Währung der Schweizer Franken. Du musst ja noch nie eine Währungsreform durchlaufen, zumindest seit es den schweizerischen Nationalstaat gibt, 1848. Und das ist doch auch eine große Zeit seither. Und wenn sie beispielsweise um 1900 ein 5-Franken-Stück hatten, dann können sie mit dem heute noch bezahlen. Wobei sie würden sich wahrscheinlich zweimal überlegen, weil damals die 5-Franken-Stücke auch aus Silber waren. Das sind sie heute nicht mehr. Das hat man dann mal auch in weiser Voraussicht damals wenn man sich den Silberpreis anschaut, hat man das mal dann verändert. Aber es zeigt eben auch, dass da diese politische Stabilität, diese Währungsstabilität natürlich enorm langfristig auch ist, nicht nur ein kurzfristiges Merkmal ist. Und ich glaube, das ist eben in der Summe zusammengenommen, sind das diese Elemente, die diese institutionellen Rahmenbedingungen sehr, sehr vorteilhaft erscheinen lassen. Wenn man das Thema Sicherheit sich vor Augen führt, dann würdest du, wenn ich das richtig verstanden habe, in deiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Bankenwelt die Schweiz schon als Fels in der Brandung für das sichere Vermögen ansehen. Absolut, oder? Und ich glaube, das ist das, was ich vorhin auch ein bisschen auszuführen versucht habe. Es ist eben nicht nur eine kurzfristige Entwicklung, die wir sehen, dass mal irgendwie mal 5 Jahre, 10 Jahre, dass irgendwie stabil gewesen ist. Nein, das ist jetzt wirklich jahrzehntelang die Stabilität, die wir hier sehen und eben auch in Zeiten, die schon stürmisch waren. Und wir wissen, wir haben auch jetzt stürmische Zeiten, wir werden auch in Zukunft stürmische Zeiten haben. Und ich bin überzeugt, dass dieser Hort der Stabilität, der Sicherheit, dass der bestehen bleiben wird. Und man darf eben auch nicht vergessen, im Zusammenhang mit dieser Stabilität hat sich eben auch eine Branche entwickelt, die Vermögensverwaltungsbranche, die St. Galler Kantonalbank, gibt sehr gutes Zeugnis davon ab, wo eben auch die Spezialisten vorhanden sind, wo eben auch die Kompetenz vorhanden ist für die Vermögensanlage. Und das zusammen mit den Rahmenbedingungen gibt es ein System, das, glaube ich, wirklich, wie du es gesagt hast, als Fels in der Brandung für das Vermögen unserer Kundinnen und Kunden angeschaut werden kann. Ja, dann vielen lieben Dank. Man kann nun sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass eine zur Risikodiversifikation, eine Investition im Schweizer Franken, dem Teil des Vermögens, durchaus sinnvoll ist. Und lieber Dr. Wohlwend, vielen Dank für das Gespräch, das wir heute führen durften hier in St. Gallen im Stammhaus. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir das nochmal wiederholen werden in naher Zukunft, wenn wir wieder ein aktuelles Thema haben. Gerne. Vielen Dank, lieber Sven, und tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie nun Fragen zu diesem oder anderen Themen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@sgkb.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir wünschen Ihnen nun einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.